Haben Sie sich auch schon mal über einen unhöflichen Taxifahrer geärgert, der womöglich noch Umwege gefahren ist, um ordentlich abzukassieren? Oder der einen anpöbelt, weil man nur eine kurze Strecke fahren möchte? Ganz zu schweigen jetzt von den Chauffeuren, die es mit der Sauberkeit ihrer Fahrzeuge nicht so ganz genau nehmen. Damit der Dienst am Kunden nicht auf der Strecke bleibt, gibt Jürgen Kruse Hamburgs Taxifahrern Nachhilfe. Beschwerden über Taxifahrer, immer wieder sind sie zu hören und fast jeder hat schon mal negative Erfahrungen gemacht. Gerade eben, weil er mich zum Kunst und Gewerbe hat er mich dahin hingeschickt, ich raste dahin, jetzt muss ich da wieder auf die andere Seite rüber, hin am Hauptbahnhof und ich hab's so eilig. Ich wurde mal angekrabbelt von einem Taxifahrer. Dann bin ich ausgestiegen und hab nichts weiter gemacht, obwohl ich mich da bis heute drüber ärgere. Ja, dass er dann auf die Idee kam, doch nicht mehr so weit fahren zu wollen und dann mussten wir 5 Kilometer vom Ziel aussteigen. Bis jetzt hatte ich noch keine Unannehmlichkeiten, außer dass der eine Taxifahrer leicht betrunken mir erschien. Unhöfliche Taxifahrer, Leute, schlechte Autos, dreckige Autos. Für dieses Taxi wird es jetzt ernst. Herr Weber. Herr Kruse. Schön, dass Sie da sind. Wollen wir einmal kurz ums Auto rumgehen? Können wir gerne machen. Dass wir einmal einen Eindruck kriegen. Jürgen Kruse ist der Taxenprüfer. Knallhart kontrolliert er Taxifahrer und deren Wagen. Felgen sauber, sehr schön. Werbung ist drauf. Darf ich einmal sehen? Alles gut. Hier ist zwar alles in Ordnung, doch Kruse weiß, in manchen Taxen sieht es anders aus. Zigarettenkippe oder auch nur zerknülltes Papier oder eine Getränkedose oder sowas. Das geht gar nicht. Also das dürfte in keinem Bereich des Fahrzeuges zu sehen sein. Auf dem Fußboden schon gar nicht. Der Taxenprüfer bohrt weiter, macht eine Probefahrt. Vorbildlich hält ihm der Fahrer die Tür auf. Selbstverständlich ist das sicher nicht. Jürgen Kruse sieht sich als Aufräumer, will das Image der Taxifahrer aufbessern. Schließlich zahlen die Kunden bei jeder Fahrt im Schnitt knapp 12 Euro. Dafür soll ihnen auch was geboten werden. Da wird oft deshalb keine Dienstleistung betrieben, weil man dieses gute Gefühl hat, die Kunden können ja eh nicht anders. Und das ist etwas, was mich als Kunden stört. 3.500 Taxen gibt es in Hamburg. Wer den Taxischein hat, kann losfahren. Mehr als 12.000 Fahrer sind das in der Stadt. Weil sich nicht immer alle tadellos verhalten, gibt Taxenprüfer Kruse Nachhilfe. Für die Fahrer mit Rollenspielen. Er spielt den arroganten, eiligen Fahrgast und erzeugt so Stress bei den Taxifahrern. Die sollen cool bleiben. Erstes Versuchskaninchen, die einzige Fahrerin in der Runde. Der Fahrgast springt rein, hat das Telefon im Ohr, zum Hauptbahnhof, also wir stehen am Posten drin, zum Hauptbahnhof, aber wenn es geht, ein bisschen zackig, ich habe 8 Minuten, geht mein ICE. Also ich sitze hier gerade in Hamburg im Taxi, ich melde mich dann nachher nochmal, wenn es, sagen Sie, fahren wir schon? Oder ich hatte Ihnen doch gesagt, wir haben nicht viel Zeit. Können Sie jetzt ein bisschen nachlegen? Danke, danke. Ich rufe dich gleich wieder an, ich muss das hier mal klären, am besten fahre ich dieses Taxi gleich selbst. Also entschuldige bitte, aber ich melde mich gleich wieder. So, was haben wir denn nur eigentlich für ein Problem? Wenn Sie einen Weg haben, dann sagen Sie mir. Zum Hauptbahnhof, das müssen Sie doch wissen. Dann fahren wir so. Dann mal los. Ich sehe ja noch gar nichts hier. Okay. Jürgen Kruse ist ein alter Hase, fuhr selbst mehr als 20 Jahre Taxi. Er weiß deshalb gut, wie Fahrgäste und Fahrer ticken. Für manche ist Dienstleistung leider immer noch ein Fremdwort. Okay. Und Schulungen im Taxengewerbe sind nicht die Regel. Man muss dieses Fahrpersonal auch daran führen. Es nützt nichts, jetzt mit einer riesen Keule drauf zu hauen, in der Hoffnung, dann wird plötzlich alles gut und besser und anders. So wird das nicht laufen. Also das Fahrpersonal ist ein eigenes Völkchen und das muss man mitnehmen. Und es macht mir Spaß. Ich weiß aus meiner aktiven Zeit, wo es hakt. Mit dem Verhalten der Fahrerin ist Jürgen Kruse zufrieden. Schließlich ist sie ruhig geblieben, obwohl er als Fahrgast seinen Koffer einfach auf den Rücksitz gepfeffert, mit dem Handy telefoniert und die Fahrerin unfreundlich herumkommandiert hat. Zur Abschreckung macht Kruse vor, wie man als Fahrer auf unfreundliche Fahrgäste auf gar keinen Fall reagieren sollte. Jetzt steigen Sie nochmal aus, dann klopfen Sie freundlich an, fragen, ob ich frei bin und dann gucken wir mal, wie es weitergeht. Das wäre jetzt so Worst Case, ne? Also der schlimmste anzunehmende Unfall im Umgang mit so einem Fahrgast. Die Fahrer selbst wissen ganz genau, dass die Kritik der Fahrgäste auf manche in ihren Reihen zutrifft. Schmutzige Autos, zum Beispiel keine anständigen Deutschkenntnisse, muffiges Verhalten, unfreundliches Verhalten, genau das, was alles zum Dienstleistungsgedanken gehört, fehlt letztendlich bei vielen, weil sie einfach gar keine Lust haben. Es gibt überall schwarze Schafe. Ob es beim Bäcker ist, ob es beim Schlachter, der den Daumen noch auf der Waage hält, dieses Image gibt es natürlich auch. Dadurch kommt das, denke ich mal.
Die schwarzen Schafe unter den Fahrern verderben das Taxigeschäft. Deshalb versucht Jürgen Kruse stoisch, jeden noch so genervten Fahrgast wieder einzufangen. Mit Gutscheinen und vor allem im persönlichen Gespräch. Ich hänge mich da heute rein, versprochen. Und nochmal dicke Entschuldigung von mir, tut mir leid. Also der Fahrer, kann ich Ihnen jetzt schon sagen, wird sich erklären müssen. Nur verstehen Sie mich recht, wir halten das so, dass wir auch die Fahrer zu Wort kommen lassen. Sollten sich die Beschwerden bei einzelnen Fahrern jedoch häufen, müssen sie vorm Fahrerbeirat erscheinen. Der entscheidet dann über Sanktionen, zum Beispiel Geldstrafen. Es gibt in extremen Einzelfällen, gibt es auch schon mal 200 bis 300 Euro. Das kann passieren. Aber das sind dann oft Fälle, die wir eigentlich dann auch mit der Beendigung des Vertragsverhältnisses beschließen. Damit es nicht so weit kommt, kann Jürgen Kruse die betreffenden Taxifahrer aber erstmal zum Nachsitzen bestellen. Das ist dann nicht mehr freiwillig, sondern Pflicht. Und auch nicht mehr gratis, sondern kostet 30 Euro. Der 55-jährige Taxiprüfer will bis Ende des Jahres alle Fahrer seiner Zentrale einmal mit seiner Dienstleistungsnachhilfe gedrillt haben. Damit noch mehr Taxifahrer ihren Kunden freundlich den Kofferraum öffnen und es in Hamburg immer mehr zufriedene Fahrgäste gibt.